entschuldigen, er musste kurzfristig zum Landesverwaltungsamt nach. Also ich den Sturm. Naja, gut. Ja, es ist. Ich glaube, vielleicht in 100 Jahren jemanden. Was ich noch sagen wollte, wenn Sie noch nicht in der Sparkasse waren, da ist auch gerade meine Ausstellung bis zum 21. noch. Dort sind auch Schieferlichtgrafiken, auch Malereien. Zwei Malereien, die ich direkt nach dem Sturm gemalt habe. Wir sind also direkt auch vom Sturm betroffen gewesen, den Könnern. Und direkt alle Scheiben kaputt und so weiter. Und direkt die Inspiration habe ich umgesetzt. Das sind die zwei roten Bilder, die oben sind in der Sparkasse. Und hier zum Teil ist es halt so, die habe ich jetzt nach der Sparkassenausstellung noch gemacht, wie gesagt, gestern, vorgestern. Das ist also etwas, was gefunden ist, etwas Fraktales ist, etwas, was ich nicht beeinflussen kann oder nicht beeinflusst habe, sondern gefunden habe. Also diese Form, die so entsteht durch diese Zersplitterung, durch diese Zufälligkeiten, auch die Löcher, die drin sind, durch diese Verarbeitung. Und hier versuche ich also mit dieser prädestinierten Form zu spielen und daraus etwas herauszumodellieren, was schon drin ist in der Schiefertafel. Ja, der Skulpteur sagt ja auch, die Figur, sie sitzt schon drin im Marmorblock, die brauche ich bloß rauszuholen. Und ein Künstler, also ich verstehe Kunst als etwas finden, was da ist, aber es dann noch deutlicher machen und es zu bearbeiten und es herauszukristallisieren. Und die Atelier sind noch alten Liegendäberfirma. Genau. Können. Liegendäber. Alles klar. Und für diese da hat man eine Mappe eingereicht und das ist wie so ein Querschnitt. Ich mache halt auch viel Malerei, großformatige Malerei, gerade immer, wie es passt. Also es war jetzt nicht ein konkretes Kunstwerk? Nein. Also man hat eine Mappe eingereicht und so ein Querschnitt aus allen Sachen, die ich hier gemacht habe. Und wurde daraus ausgewählt. Wieder zu unserem Thema. Wir sind mittendrin. Zum Beispiel im darstellerischen Bereich, theatermäßig, in Bezug auf diese technologische Weiterentwicklung. Wir steuern immer mehr nach Elektronik, iPad und so weiter und so fort. Besteht da denn die Gefahr, dass man so diese darstellerischen Bereiche dann irgendwann mal verliert? Oder hat man sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Und wie weit kann man das so fördern, dass Schauspieler und Darsteller weiterhin existieren können? Weil gewisse Sachen möchte ich bestimmt nicht vom Computer vorgespielt haben. Wie zum Beispiel Goethes Faust. Nee, diesen Fall natürlich. An irgendjemanden. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit Leute, die sich darüber Gedanken machen. Aber wenn ich daran denke, als das Internet immer populärer wurde und das Buch schon totgesagt wurde, stellt man ja heute fest, dass dem nicht so ist. Ne? Dass also Bücher nach wie vor was Haptisches haben und dass eben Computer eben auch dieses Erleben des Lesen, Seiten, die dann nicht ersetzen kann. Ich glaube, ähnlich ist es mit der bildenden Kunst und eben auch mit der darstellenden Kunst. Das kann man nicht durch Computer ersetzen. Ich kenne eine Vielzahl von Theaterstücken, wo durchaus auch neue Technik damit eingebaut wird, wo man auch ein bisschen spielt, wo man diese neue Welt jetzt quasi in die Welt der Kunst mit zu integrieren. Aber ich glaube, wir werden immer weiter Theater haben und Konzerte, weil das eben auch nicht dadurch zu ersetzen ist, dass man vor so einem Computer sitzt.
Digitalisierung. Es werden jetzt ganz viele Museumsbestände digitalisiert, wo man sich dann manchmal sogar virtuell eine Galerie anschauen kann. Aber das würde ja nicht ersetzen, nicht vor dem Bild zu stehen. Ne? Wenn ich in Berlin die Schlangen sehe, im Moment vor der Ausstellung Renaissance sind, ne? Dann rollt sich das nicht im Buch an. Man will sich das Original an, den wir also auch spüren. Was ist das für ein Bild, wie wirkt das auf mich? Also ich glaube, das ist so ein hohes menschliches Bedürfnis, was so ein Computer auch nicht ersetzen kann. Ich finde auch gerade diese Theaterarbeit mit jungen Leuten, wo man selber kreativ ist, wo man was macht, wo man aktiviert wird, um eine bestimmte Leistung zu erbringen, gerade auch beim Theater. Wenn man Fernsehen vor sich hat, wird man bedient oder Rock. Aber hier ist es ja so eine innere Kraft, die man aufbaut. Und wenn uns das gelingt, junge Leute dafür zu gewinnen, dann haben wir wahrscheinlich diesen Weg auch weiter dafür geebnet. Da ist der Ansatz. Diese Vermittlung von kreativer Arbeit. Danke. Also ich denke auch, dass ich auf Frau Sie ist die Geschäftsführerin des Museums noch an der Sachsen-Anhalt, in dieser Funktion auch stellvertretendes Mitglied im Kulturkonvent Sachsen-Anhalt. Ich denke, dass sich das originale Erlebnis und die originale Begegnung mit Kunst und Kultur und die Begegnung mit Kunst und Kultur im Internet sehr gut ergänzen. Wir sehen es ja zum Beispiel bei Simon Rattle, der ja Dinge, der seine Konzerte mit unter anderem auch im Internet überträgt, um zum Beispiel Leuten in Bottrop oder in Saarlouis dieses Kunsterlebnis mit in Echtzeit zu ermöglichen. Also das sind Dinge, die sich ergänzen. Viele große bildende Künstler waren ja die ersten, die mit Videokunst, unter anderem auch, wenn ich mich recht erinnere, Beuys, angefangen haben, mit Videokunst zu experimentieren. Also diese Dinge, Internet und so weiter, sind Teil von Kunst. Wenn wir an die Berg-Leitz-Gesellschaft in Sachsen-Anhalt denken, auch ein ehrenamtlicher Verein, der hier um die Ecke bei Schönebeck gegründet wurde. Das war ein Verein, der sich als einer der ersten bundesweit überhaupt dem Thema Internetkunst gewidmet hat. Also ich denke, das sind das authentische Erlebnis mit dem einen schließt das authentische Erlebnis am anderen nicht unbedingt aus, sondern das sind Dinge, die zusammengehören und die Theater werden mit Sicherheit nicht aussterben, genauso wenig wie Bibliotheken oder Museen oder Musikschulen, auch ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement wird nicht durch das Internet ersetzt werden können. Um einfach mal den Bogen wieder zum Thema zu schließen. Danke für die Hilfe. Das ist sicherlich eine spannende Diskussion, wenn man sie weiter verfolgen würde, käme sicherlich dann auch noch eine zusätzliche Veranstaltung dabei raus. Nehmen wir nicht mehr die ganze Frage des sinnlichen Erlebens nochmal mit einbeziehen. Die Verbindung dann schließlich zur Bildung, da kommen wir dann zum nächsten Thema. Also von der Seite her ist es sicherlich mal interessant, ob man da nochmal was draus macht, ist sicherlich eine andere Geschichte. Ja, bitte. Ja. Ich wollte nur ganz kurz sagen, also ich meine, es hat ja immer schon Kulturtechniken gegeben, wo das eine das andere nicht wirklich ersetzt hat. Es ist hinzugekommen. Also wenn ich jetzt an die Fotografie denke, sie hat die Malerei nicht ersetzt. Also bis heute wird es Künstler, gibt es Künstler, die malen, aber die Kulturtechniken verändern sich. Also zum Beispiel wirbt der iPod eben dafür, dass man das jetzt alles anders mache. Also dass man als Kind beispielsweise am iPod schreiben lerne. Ich glaube das nicht. Kinder werden nach wie vor das Schreiben lernen, genauso wie, wie sie das Lesen lernen, erst erlernen müssen. Das wird der Computer, so hoffe ich zumindest, nicht ersetzen können. Auch wenn es das Kind heute schon, also mein Enkelkind beispielsweise schon, am Computer sehr wohl tut. Aber es hat auch Freude daran, wenn es das auf dem Papier tun darf. Das heißt also, es geht schon darum, das auch immer wieder zu ermöglichen. Und deswegen, wenn wir jetzt an die Kultur zurückdenken, ist es schon wichtig, dass wir Dinge, die wir haben, auch lernen zu schätzen und demzufolge zu erhalten. Ob es nun Goethes Faust ist oder wie auch immer und ob ich den nun auf dem iPod lese oder ob ich ihn höre, wunderbar, schönen Dank. Das ist mir eigentlich egal. Wichtig ist eigentlich für mich, dass es weitergegeben wird, weitergetragen wird und nicht verloren geht. Und da ist mir das Mittel
wie es weitergegeben wird, weitergetragen wird, eigentlich im Moment erst einmal egal. Wichtig ist es nur, dass wir es erhalten. Nur so wird Kultur auch, denke ich, weitergegeben an die nächste Generation. Und was ich persönlich jetzt in den letzten Jahren eben so erlebe, dass also da der Wissensverlust schon da ist. Da, denke ich, müssen wir aufpassen, dass wir also auch das, was wir haben, schätzen und erhalten lernen. Und das Neue, was dazukommt, eben nicht verteufeln, sondern mit dem Alten auf kostbare Art und Weise verbinden. Wenn uns das gelingt, denke ich, dann sind wir da in der Menschheitsentwicklung, kommen wir wieder einen Schritt weiter. Also bringen wir den Faust im Prinzip in Comicform. Das ist auch egal. Ja, kann ich auch mitleben. Ja. Ich kenne damit nicht. Du nicht, aber ich. Ja. Nein. Stopp. Denn, weil für mich ist Kultur nicht nur Theater. Das kann ein Karnevalsverein sein, das kann ein Männerchor sein oder irgendeine andere Institution. Es ist sicherlich, dass man diese Kultur weitergibt, aber gleichzeitig, dass man das auch in einem Verein tut, weil das auch das soziale Gemeinschaftsgefühl fördert und auch natürlich die Bildung. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn man den Zöllner Männerchor als Beispiel rauskommt und sage, ja, ist gut, der findet das jetzt gut, ich gehe mit mir zur Übungsstunde, guck mir das am Computer an und lerne da mein Lied und singe dem mit einer Comicfigur das Liedchen. Oder ich höre eine Bittenrede über den Computer an, weil das vereinsamt ja, das bringt nicht dieses Leben in der Gemeinschaft, wo ich sage, dieses Soziale, Bildung und Kultur, was ich dort alles zusammen vereine und dass ich in der Gemeinschaft erlebe, vielleicht ganz anders. Weil